Guten Tag, liebe Fußballfreunde, und willkommen zum zweiten Spiel VfL Wolfsburg gegen Stuttgart, weil er ihn gerade nicht aufgenommen hat. Gut, ich habe 3-0 gewonnen. Jetzt hat Matthias die Chance, sich hier zu rächen. Und falls ihr es eben habt, das ja nicht mitgekriegt, wir trinken gerade schon ordentlich Bier, weil wir erkältet sind. Und ja. Wir haben jetzt nichts hinzuzufügen. Ja, da wollen wir mal jetzt mal eben noch die Formation des VfB Stuttgart. Aber jetzt nimmt er auf, ja. Blinkt den, nimmt er auf, ja. Alles klar. Wir fangen an. Ah, ne, ich bin ja Stuttgart. Eben 100 Jahre darüber aufgeregt und jetzt schon vergessen. So, dass du noch mal eine Chance kriegst hier. Wie packe ich dich am besten an den Eiern? Muss mal hier von RTL den Checker fragen, hätte so einen 12-jährigen Jungen gefunden. Oh nice. Jetzt hätte er den Pass nicht spielen können. Was, wenn ich auch mal einen Ball besitze? Ah, Zucker, ey. Ja! Ich bin so gut, ey. Herzlichen Glückwunsch. Wie geil war der denn? Schade, das ist gut. 13:37 von eben. Ich hab schon gemerkt, dass der Torwart rauskommt und dann mir einfach Lupfe. Ja, Mann, der... Ach du Scheiße, den hat er ja sogar noch. Ja, er hat den noch gekriegt, aber zu spät. Affe. Ja, weil er nicht gehüpft ist. Weil er nicht hinterher gesprungen gehüpft. Ist. Ja. Ach, stell dich doch nicht so an, Alter. Ja, ist lo. Ja, natürlich. Ja, Wolfski. Fresh. Ja, kann man geben. Ganz berechtigte rote Karte. Jo. Oh, sorry, Jörg. Wundert mich schon, dass das dann noch irgendwie nicht mehr öfters. Aber jetzt wird er munter, eben. Ein Gang weniger. Das hat ein Drama. Wenn man zwischendurch mal so einen Köter jaulen nee, hat. Ja, das hörst du nicht. Das ist so, dann wollen wir mal die Kontermaschine hier mal ans Laufen bringen, oder? Ja, klar, hau ich nochmal weggehoben. Ja, wie hat er den denn geholt? Von unten Gretchen. Doch mal keine Anstalten, einen Torwart dann noch früher hinzugehen und den Ball zu holen, oder? Ich müsste schon höher spielen. Das ist wirklich eins deiner schwächeren Spiele bis jetzt. Aber bei deiner Spielweise ja im Grunde auch egal, welchen Spieler du hast. Du bist in der Offensive. Wieso bei den Flanken? Oh, Mama Mia, war das ein Tor! Oh. Ich bin noch nicht so schwul. Oh. Guck. Pock. Unhaltbar. Naja, geht. Naja. Ist halt unhaltbar, weil das ja so Fake-Kack pro Position von FIFA ist. Ja. Guck, hier ist noch einer. Mehr, und trotzdem bist du fast immer der Hände überzeugt.
wenn ihm nicht so viel passiert. Dann wird's hier wohl. Alter, du haust! Du langst aber auch hin! Nicht so gut, pass auf. Oh ne. Pogacar, der ist ja gar nicht mehr in der ersten Elf. Immer das gleiche Spiel. Und dann werden wir die hohen Pisse ausgepackt. Könnte aber klappen können. Du hast doch nicht die Mega Fake Pro Position erreicht. Gestern, na gut, Götz hat die von da gemacht gestern. Was war es denn gestern mit dem Rennen? Klar, wir haben gestern dort ein Rennen gespielt. Natürlich, ach, ihr? Ach so! Und ah, ich dachte gestern, du meintest ihn echt. Nein. Dann hätte ich mich schon gewundert, weil Bremen ja gestern diesen komischen Titi-Kaka-Cup da gewonnen hat in der Türkei. Deswegen dachte ich gar nicht. Nein, wo wir gestern gezockt haben. Nee, der hat ihn nicht aus der Position gemacht. Der ist nämlich einfach durchgelaufen und der Torwart hat ihn sich zweimal selber ins Netz gelegt. Das Eiche. Der gerade war ja wenigstens noch gut geschossen ins Eck. Wenn er den nicht gehalten hätte, hätte ich verstanden. Aber gestern, da hat er sich den ja zweimal selber eingelegt. Er hat zweimal durch die Hosenträger geflutscht. Naja, gut, wollen wir dich mal erlösen hier. Highlight auf meiner Seite die beiden Tore, Highlight auf deiner Seite. Red Card. Du hast 37% Ball, das ist ganz schön viel für deinen Verhältnis. Ah gut, deswegen nehmen wir jetzt mal den Ball ab hier. Nein! Ich wollte schon sagen, ich kann nur eine Buchse geben. Über den Wolken. Schade, das wäre natürlich ein geiles Tor gewesen. Du musst durch. Ich bin von hinten im Haus mal rein. Mein Gott, wie kann man den denn versinnen? Das ist auch schon der Ösi, ne? Ich mache jetzt nicht mehr als noch notwendig. Wieder eine gelbe gleich, schön. Ist schön reingegangen. Boah, die sind aber auch langsam. Verarscht. Also verarscht. Verarscht, hab ich dich voll verarscht. Na, jetzt fällt der Vorteil, die Dinge hier. Jetzt bist du sogar noch ein. Wir haben doch keine Zeit. Nein, doch nicht auf den, du Hufen. Der sollte schön da unten spielen. Mann, doch nicht dahin schießen, dummer Pimmel. Mir wurde mir erzählt, das liegt daran, wo ich nicht ziehe. Ja, hab ich ja auch, aber dann. Der sollte ja nicht 3 Meter drüber gehen, sondern schön unten ins Eck. Ah, geschlemmt, ja, Holzki, geschlemmt hier, Scheiße. Jetzt haben wir das Ergebnis von eben noch wieder. Ja, jetzt hier geschlemmt. Ja, trotzdem ungefähr 1 Zentimeter am Tor vorbei. Ich habe halt den Platz ausgenutzt, der da war, ne? Oh, wollt ihr mich alle verarschen, ey? Lass doch laufen, du dummer Hund. Warum kriegst du jetzt überhaupt schon wieder Freistoß? Grundsexueller Übergriff von Diego. Ey, nicht eine Flanke bringen die mal dahin. Ey, wofür gerade Vorteil für dich?
Wo, wofür? Ja, hier, da, da, da ist ein Vorteil. Voll auf die Fresse. Oh, leg ihn dir noch besser auf. Oh mein Gott. Spielt den doch nach vorne, seid ihr so blöd im Kopf oder was? Oh, Junge, doch bloß mal nicht kontern, immer. Bloß mal nicht kontern. Sehe ich nichts von. Nein, noch was abseits, ihr dummen Huren, ey. Nein, spiel doch, ey. Für die früher eine der 90. ist immer einfach nur zu spielen.